Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einer weiteren The Forest-Folge. Wir befinden uns in der fünften Staffel in der absoluten Hard-Mode-Survival-Klasse von The Forest. Wir befinden uns in Folge Nummer 24 bei Tag Nummer 37. Und in der letzten Folge haben wir die Base so ziemlich fertig gebaut hier im Schneegebiet. Hallo, lass mich bitte hier raus. Und ja, in der Folge habe ich vor, die Inneneinrichtung ein bisschen zu bauen. Das Wetter ist richtig, richtig schön, wie ihr sehen könnt. Uns geht es auf jeden Fall wieder mal mega gut. Hallo, ich brauche noch einen Schluck. Dankeschön. So, und ich würde sagen, wir gehen direkt los, brechen auf und genug gelabert. Let's go. Gucken wir doch auch direkt nochmal, ob hier jemand ist. Nö, sieht auf jeden Fall nice aus. Relativ geiles Wetter, wirklich. Es ist richtig, richtig gutes Wetter fürs Schneegebiet. Richtig schön. So, Essen haben wir am Start. Drei Loks sind auch noch am Start. Was steht für die Folge an? Für die Folge steht natürlich auf jeden Fall an Inneneinrichtung, Vollgas, Inneneinrichtung, ranschaffen, hier gehen. Alles hinpacken, was man braucht, damit man auch in diesem Haus hier richtig schlafen kann. Und danach weiß ich noch nicht so genau. Ich denke, wir müssen dann aufbrechen, um halt ein paar Sachen wieder zu besorgen, die wir für die ganzen Sachen hier brauchen. Und ja, das ist auf jeden Fall erstmal schon mal genug für eine Folge, würde ich wieder sagen. Wir versuchen so viel wie nur geht auf jeden Fall zu schaffen. Ich gebe Gas, damit wir wieder auf jeden Fall auch relativ viel schaffen. So, hier direkt die Bomben neben den Eingang. 8 Sticks sind schon mal drin. Und das können wir doch direkt schon mal eben fertigstellen hier. Und damit würde ich sagen, geht's los. Perfekt. So, bevor ich jetzt irgendwie alles hinstelle, das Wichtigste hier im Schneegebiet ist auf jeden Fall der Kamin. Ich friere mir doch sonst den Hintern hier ab. Wirklich, mir ist immer kalt, immer. Und auch im echten Leben friere ich relativ schnell. Und deswegen brauche ich hier nicht nur einen Wärmeanzug, sondern auf jeden Fall auch einen Kamin. Okay, dann kommt er hier, entweder hier hin. So, nee, dann kommt er hier ganz schön in die Mitte. So, und in etwa so. Yes. Zack. Da packen wir schon mal ein bisschen was hin. Okay, dann vom Kamin aus kann man nämlich relativ gut weiterbauen. Wenn man den hat, hat man so den Mittelpunkt des Raumes hier im Schneegebiet, für mich zumindest. Und da ich hier eh nicht die mega riesen Base hinstellen will, sondern halt einfach nur das, was man braucht. Und man braucht nur einen Kamin, ein bisschen was zum Lagern, was zum Schlafen. Und dann war da eigentlich auch schon. Hier kommen auf jeden Fall die Schränke hin. Hier kommt die schöne Schrankwand hin. Komm, 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 komm. Dreh dich. So, Schrank Nummer 1. Dann kommt der kleine Schrank schön in die Mitte. Direkt aber da dran. Wir müssen Platz sparen. Und direkt hier der letzte. Komm, 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 komm. Du kannst doch wohl ein bisschen näher dran. Komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. So. Mit dem bin ich noch nicht zufrieden. Mit dem hier bin ich noch nicht zufrieden. So ist besser. Ja, so bin ich damit zufrieden. Okay, auf die Seite kommt das Waffenrack. Aber das kann ruhig noch gerade. Mal sehen, ob das dann auch passt. Damit, wenn wir mal hier rauspushen, auf jeden Fall so. Ja, perfekt. Einer fehlt, nicht schlimm. Ach komm, die können wir auch schon mal draufpacken. Oh, da hinten rennen sie wieder. Zwei, drei. Oh, 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 einer bleibt stehen. Okay, sie rennen weiter. Sehr geil. Deswegen hier die Fenster auf der Seite, damit ich immer schön alles im Blick habe. Damit ich euch immer schön im Blick habe. Hier kommt das Männchen hin, wo wir immer alles schön wieder bekommen können. Dahinter will ich die Knochen packen. Und davor die Pfeile, damit wir es einfach hier alles so ein bisschen beisammen haben.
und wieder eigentlich auch trotzdem alles haben oder alles gebaut haben, was man so im Haus haben kann. Und was halt nicht so reinpasst, wird auf. Ist hier was in der Nähe? Und alles, was nicht hier reinpasst. Sag ich doch, ich hab was gehört. Schatzi! Schatzi! Ja, hi, guten Morgen, grüß. Oh, was? Oh, kommt her! Ich bin jetzt hier nicht aus meiner Base gekommen, damit ihr wegrennt. Ey, was ist denn heute los? Ja, komm, haut ab. Drei Pfeile verschossen. Peinlich, peinlich, peinlich. Mika, was ist denn los mit dir? Peinlich, peinlich. Peinlich, peinlich. So. Hier, Hasenfelle haben wir schon mal abgeschlossen. Dann würde ich sagen, stellen wir direkt noch mal kurz ein Seil her. Den Rest sammeln wir dann auf jeden Fall wieder so. Aber dann haben wir das auch schon mal weg. So, dann brauchen wir auf jeden Fall einen kleinen Nachttisch. Den packen wir uns hier ruhig so schräg daneben. Da kann dann später auch nochmal was drauf. Und dann haben wir auch eigentlich schon so ziemlich alles, was wir brauchen. Hier kann dann noch eine Lampe hin. Und da hinten in die Ecke kann dann noch eine Lampe. So. Das sieht doch relativ gut aus. Waffen, Bomben, alles Mögliche. Feuer, Chillen, Pfeile, Knochen, Rüstung, Schlafen. Ja, eigentlich muss ich sagen, haben wir so ziemlich alles, was wir brauchen. Davon will ich nicht so viele. Ah, okay, kann ich hier auch gar nicht bauen. Eigentlich wollte ich davon halt nicht so viele bauen. Aber komm, zwei können wir machen, damit wir hier auch ein bisschen was anpflanzen können. Schädeldekoration, ja komm, warum nicht? Den packen wir nochmal hier direkt neben die Tür. Einpacken wir uns neben die Tür rechts. Und irgendein Rehkopf oder so kommt wie immer wieder mal hier hin. Komm, 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 passt doch bitte, 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 bitte. Ganz knapp, damit die Tür auch aufgeht, wisst ihr? Nicht, dass die Tür dann hängt. Oh, das ist aber knapp. Sollte aber eigentlich gehen. So. Hui, jede Menge Arbeit. Okay, wir haben auf jeden Fall hier die zwei. Die könnten wir auf jeden Fall an den Kamin packen. So, viel mehr jetzt gerade, außer hier ein bisschen was für die Lampen. Okay, habe ich jetzt auch gar nicht. Den Rest müssen wir jetzt auf jeden Fall besorgen. Hey, du sollst sie nicht mitnehmen. Oh, kann alles hängen bleiben. Ja, wir müssen auf jeden Fall jede Menge besorgen. Wir brauchen Steine ohne Ende. Wir brauchen Sticks ohne Ende. Wir brauchen eigentlich echt alles Mögliche. Und ich würde sagen, das ist echt viel Arbeit. Vor allem im Schneegebiet, die Sticks sind halt relativ viel Arbeit, weil das hier meistens diese kleinen Bäume sind, die man auch fällen muss. Und ja, ne? Ihr wisst, wie viele Sticks wir brauchen. 166. Ist doch kein Problem, ist doch kein Problem. Wir machen auf jeden Fall schon mal die ersten voll. So, gib mir die rostige Axt. Los geht's, wir holen uns Sticks. Und ich brauche Sticks. Sticks. Komm, gib mir Sticks. Boah, das dauert aber auch eigentlich relativ lange, so die paar Sticks hier wegzuballern. Also wirklich. So, hier lagen gerade noch welche, habe ich gesehen. Ne, das ist eine Axt. Ach. Gottchen. Ist hier jemand? Ich will eigentlich gar nicht so nah an den See. Weil hier so gerne Gegner hinkommen. Okay, den holen wir uns noch schnell und dann. Oh Gott. Oh Gott, was war das denn? Und dann geht's auf jeden Fall direkt Rückzug zur Base und ein paar Sticks verteilen. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir.
Okay, sehr gut. Wir sind zurück. Okay, hier hat nur einer gefehlt. So. Dann hier, dann hier, dann hier. Okay, dann beim Bett. Das ist wichtig, damit wir heute Nacht auf jeden Fall nicht wieder weg müssen, damit das Bett fertig ist. Das sollten wir auf jeden Fall noch fertig machen. Da sind wieder zwei kleine. Die nehmen wir auch noch. Ach nee, das dauert so lange hier mit den Sticks, ne? Das ist auf jeden Fall der Riesenvorteil im normalen Gebiet. Wenn man sich noch in teilweise in gewissen Bereichen auffällt, da gibt es einfach Sticks ohne Ende. Das sind dann so unglaublich viele Sticks, das ist schon unglaublich. Da haut man einmal mit dem Katana durch den Busch, da hat man so viele. Und hier ist das echt harte Arbeit, alles. Aber das Schneegebiet, ich liebe es irgendwie trotzdem. Ist einfach nur geil. Aber wir müssen auf jeden Fall für die Seile gehe ich in die Dörfer, damit wir jetzt nicht den ganzen Stoff verschwenden. Dann können wir auch noch die Schildkröten noch töten, damit wir hier oben endlich unseren wunderschönen Schlitten wiederbekommen. So, perfekt. Das Bett haben wir fertig. Wir brauchen echt noch jede Menge. Egal. Allerdings brauchen wir 40 Steine. Und ich würde sagen, bevor wir aufbrechen, machen wir auf jeden Fall schon mal die Steine fertig, damit das schon mal geschafft ist. Und Spinne. Spinne. Und ja, oh, Spinne. Und ja, wenn wir die dann fertig haben, da war noch eine, ich weiß, aber jetzt müssen wir hier weitermachen. Dann haben wir schon mal so ein bisschen was weg und dann kann man nächste Mal, wenn direkt schön die Sonne aufgeht, direkt morgens los und aufbrechen. Weil jetzt ist so ein bisschen schon der Tag angebrochen. Da müssen wir erstmal relativ weit laufen, wenn dann noch ein paar Gegner kommen. Na los. Komm, hau den weg. Kriege ich den hier nicht gefällt. Doch, perfekt. Und ja, wenn wir dann noch mal irgendwie kämpfen oder so, dann ist nämlich direkt schon der ganze Tag um. Und das bringt nichts mehr. Da kann man lieber morgens direkt nach dem Aufstehen sich was reinhauen und dann geht's los. Apropos reinhauen, wir sollten mal hier was reinhauen. Yes. Jetzt geht's mir wieder besser. So, die Steine hier direkt wieder dran. Sehr gut. Hier schon mal wieder ein paar Sticks hin. Weil wir können jetzt auch hier schon schlafen und das ist relativ gut. Und ich will auf jeden Fall die Steine noch fertig machen. Falls Gegner kommen, haben wir auch direkt die Schädel schon fertig. Weil ein, zwei Gegner weg zu headshotten ist jetzt nicht so das Problem. Außer man verschießt wie ich vorhin komplett. Completo, komplett. So. Ich was gehört? Hab ich da was gehört? Nee. Diesmal mal nicht. Perfekt. So. Da wäre das doch auch schon fast geschafft. 10 Stück noch. Das ist doch nix. So. Perfekt. Jetzt noch hier das kleine Feuer reingebaut. So, 2 Sticks brauchen wir noch, damit es heute Abend auch warm ist. Und dann kann es auch eigentlich, würde ich sagen, ganz entspannt ins Bett gehen. Das reicht mir auch schon wieder für den Tag. Okay, wir holen uns erstmal noch ein paar Sticks. Hier sind doch direkt 3 Bäume. Der Tag ist noch lang. Und bis der Tag geschafft ist, bleibe ich hier und mache noch das, was zu tun ist. Und wir müssen auf jeden Fall hier die ganzen Sticks noch besorgen. Und da kann man auf jeden Fall noch nebenbei machen. Wow, 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 wow. Bleib stehen, ich brauche deinen Schädel. Bro, 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 ich brauche deinen Schädel, yo. Yo, 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 bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Was? Die 3 wieder von vorhin. Okay, jetzt sind sie sauer. Oh, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendwie möchte ich gerade nicht treffen. Aber ich möchte meinen Fall wieder. Kommt her. Und tschüss. Wo ist die dritte hin? Da kommt sie. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, Schwester. Schwester, was geht? Oh. Ich brauche ein bisschen Energy. Gib mir ein bisschen Power. Lass mich kurz nachladen. Komm, lass mich kurz ein bisschen nachladen. Ich bin nicht mehr so den Fight gewöhnt. Ich kämpfe doch normalerweise hier mit Freunden. Zack. Oh. Was? Zack. Oh, komm, renn weg.
Renn ruhig, ich nehme schon mal kurz deinen Kollegen Bratwurst und pack den hier eben aufs Feuer, weil ich brauche eure Schädel, die Knochen jetzt nicht so unbedingt, aber eure Schädel sind halt ganz wichtig. Komm mal her hier, guck mal hier, der wackelt die ganze Zeit. Nein, 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 nein. Oh, hat aufgehört. Die dachte sich so, nein, warum? Warum bin ich gestorben? Warum? Warum bin ich so ein Lappe? Irgendwie will die Dritte nicht mehr. Gut, dann nicht. Okay, hier ist jemand. Hast du meine Base kaputt gemacht? Warum kann ich dich nicht treffen? Bist du irgendwie verbuggt oder so? Komm mal her, Schatzi, komm mal her. Komm mal her, du. Ja! Jetzt gibt's Stiche. Wenn ich dich schon nicht von weit weg treffen kann, dann treffe ich dich halt von nah. Komm her, was ist denn los mit dir? Denkst du, ich habe irgendwie Angst? So, dann machen wir dich halt so fertig, bis du komplett... Oh, der hat richtig wehgetan, weil wir ja keine richtige Rüstung haben. Oh ja. Oh ja. Komm her, du. Ah. 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 What? Was denkst du? So, Headshot. Mann, 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 Mann. Die Sonne geht unter. Achtet mal, die hat richtig gemachte Nägel. Guck mal. Mann. Ja, ich weiß, ich bin covered in Blatt, das ist nicht so gut, aber die hat hier richtig schön gemachte Nägel. Die war gerade noch bei der Maniküre, deswegen wollte ich auch nicht sterben. Ja, ja, ich weiß, ich bin mit Blut überströmt, das ist auch gar kein Problem. Ich weiß, dass das nicht so top ist, aber ist kein Problem. Guck mal, da nimmt man einfach die Beine in die Hand. Gönnt sich erstmal hier kurz wieder ein bisschen Leben, damit man auch gleich wieder fit ist. Rennt hier hin, im Sonnenuntergang. Ganz nice, ganz easy, ganz locker und macht ein 360 ins Wasser. Oh, das war sogar mehr als einer. Duscht sich einmal ab, perfekt. Dann geht es einem wieder gut, außer dass wir jetzt richtig schnell, glaube ich, trotzdem frieren werden. Weil wir sind halt nass, ne? Und da bringt einem Wärmeanzug auch nichts, wenn der komplett durchgeweicht ist. So, wir sind wieder zurück. Oh. Au. Ah, sie platzt trotzdem noch. Okay, lasst uns schnell rein. Und erstmal kurz hier das Feuer fertig machen. So, da können wir direkt erstmal schön uns dran aufwärmen. So, das ist perfekt. So. Wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Fertig, fertig. Hallo. 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 Da, 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 da. Hallo. Hab ich irgendwie um Eindringlinge hier gebeten? Nein, ich habe meine zwei Sachen, die ich brauchte. Also ihr könnt jetzt wieder aufhören zu kommen. Ich brauche euch hier nicht mehr. Ach, jetzt habe ich schon wieder hier nicht genug. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hm. Okay. Aber es ist ruhig. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, so... relativ grob. Also hier fehlt natürlich überall noch ein bisschen, aber das sind ein paar Bäume. Hier fehlen nur zwei Seiten. Zack, ist das fertig. Und halt Sticks bringen wir mit und fällen die dann auch hier nochmal, klar. Aber so vom Groben und Ganzen her haben wir echt schon relativ viel geschafft. Das Bett ist auf jeden Fall fertig. Wir können schlafen und das ist gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, gebt doch bitte ein Däumchen nach oben, schreibt mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich in der nächsten Folge einschaltet und wieder mit am Start seid. Und ich würde sagen, macht es gut, haut rein, peace out.